sensationell günstigen Vorteilspreisen. Opti-Wohnwelt. Opti-Wohnwelt Dillingen. Tausende Menschen bei Veranstaltungen in Berlin erwartet. Beate von Mikkel vom Deutschen Frauenrat findet, die Bundesregierung muss mehr für Frauen tun. Dazu gehören zum Beispiel solche Maßnahmen wie die Sorgearbeit gerechter zu verteilen. Da geht es zum Beispiel um die Einführung der Freistellung für Väter und Co-Mütter nach der Geburt. Es geht darum, eine Gesamtstrategie zu entwickeln, um Gewalt an Frauen zu bekämpfen. Und es geht auch um die Kindergrundsicherung. Inge Wils vom Wuppertal-Institut ist klar, dass einige Betriebe solche Schlupflöcher gezielt ausnutzen. Ich glaube, das ist auch der Politik sehr bewusst. Da soll es jetzt im Laufe der nächsten Monate dann auch nochmal konkretisierende Erklärungen zu geben. Weil zurzeit stehen, glaube ich, gerade die Umweltämter, die das dann überprüfen müssen, vor genauso großen Fragezeichen wie man selber. Was genau ist jetzt eigentlich noch erlaubt und was nicht? Für eine wirksame Kontrolle fehlt den Ämtern allerdings das Personal. Uns fehlt glücklicherweise kein Personal. Ich darf Sie gleich an den fachkundigen Kollegen Jörg Biesler weiterreichen. Er hat nach 14 Uhr einen der prominentesten deutschen Schauspieler zu Gast in WDR 5 Skala. Wotan Wilke-Möhring erzählt was über seinen neuen Film. Der spielt im wunderbaren Island. Worum es in dem Thriller geht, gleich mehr nach 14 Uhr nach den Nachrichten. Ich bin Michael Westerhoff. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, beziehungsweise Ski und Rodel gut bei diesem Wetter.